bin der Rafa vom Munich MMA. Ich gebe dir eine Übersicht über die wichtigsten Passes im BJJ, die jeder BJJ-Kämpfer in seinem Repertoire haben sollte. Zu jedem Pass werdet ihr einen Link in der Videobeschreibung finden zu unseren anderen Videos, in dem wir die Passes genauer erklären und beschreiben. Den ersten Pass, den wir uns anschauen, ist der Pass aus der Entfernung, und zwar der Toreando. Ich hole mir Griffe, lauf vorbei und hab den Pass. Der nächste Pass, den wir uns anschauen, ist der Knee Slide. Dann schauen wir uns den Leg Drag an. Dann schauen wir uns den Leg Weave an. Der Long Step. Der Over-Under. Der Double-Under. Ich hoffe, du konntest dir einen kleinen Überblick verschaffen und kannst die Passes in deinen Rolls anwenden.